Servus, ich bin's wieder, Markus von Horntools. Willkommen zurück zu unserer Videoserie zum Thema Seilwinden. Heute möchte ich mit euch über das Thema Einbausysteme bei verschiedenen Fahrzeugen sprechen. Wir haben bei uns im Online-Shop Einbausysteme für die verschiedensten Pickups und auch andere Fahrzeuge. Da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen durchstöbern, ob für euer Fahrzeug auch was dabei ist. Ich zeige euch heute, wie man ein Seilwindensystem einbaut. Das machen wir an unserem Ford Ranger. Das gleiche Seilwindensystem haben wir auch für den VW Amarok. Das ist ja fast das identische Fahrzeug. Da hat sich Ford und VW zusammengetan. Wir haben natürlich auch für andere Fahrzeuge Einbausysteme. Hier sieht man ein mobiles Windensystem beim Ineos Grenadier. Oder drüben haben wir noch das Einbausystem für den Suzuki Jimny, was in der Stoßstange verbaut wird. Und beim Ford Ranger wird das Ganze unter der Stoßstange verbaut. Da gehen wir aber nachher noch genauer drauf ein. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Als erstes fangen wir an mit den Teilen, die wir bekommen, wenn wir ein Seilwindensystem bestellen. Das Allerwichtigste, natürlich die Einbauanleitung. Auf Seite 1 steht auch schon, bevor man anfängt rumzuschrauben, soll man sich die Einbauanleitung erstmal komplett durchlesen. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt haben wir die Einbauanleitung durchgelesen. Als zweites steht drin, weil das erste war ja die Einbauanleitung durchzulesen. Als zweites steht drin, dass man kontrollieren muss, ob alle Teile da sind. Die sind da alle auch aufgelistet, in welcher Menge, dass sie dabei sein müssen. Und das machen wir jetzt einfach gerade ganz schnell. Dann wisst ihr auch, welche Teile ihr dafür benötigt. Fangen wir an mit der Montagehalterung. Da muss einmal links und einmal rechts dabei sein, das passt. Dann haben wir die Seilwindenplatte, die ist auch da, ein Stück. Dann gehen wir weiter, das sind die Fronthalterungen. Da müssen auch links und rechts jeweils ein Stück da sein. Dann haben wir hier die Stanzrohre, die sind mit dabei, zwei Stück. Dann haben wir die Gegenplatten, sind auch zwei Stück. Hier nochmal zwei Gegenplatten für die Fronthalterung. Dann haben wir noch die kleinen Beilagscheiben, dann kommen wir eh schon Richtung Schrauben. Die Schrauben habe ich vorher schon durchgezählt, die sind alle da und auch mit den Muttern und mit den Beilagscheiben versehen. Und dann haben wir noch die Halterung für die Steuerbox, die liegt auch schon hier. Und dann kommt noch das ganze Windenzubehör. Hier haben wir einmal das Seilfenster, das Seil, das nachher auf die Winde aufgewickelt wird. Die Winde wurde von uns vorab im Werk schon umgebaut. Die ist nicht mehr standardmäßig, wie sie normalerweise kommt, sondern da wurde das Getriebe gedreht, so dass man auch nachher noch zum Freilauf hinkommt. Eine Steuerbox mit dem ganzen Kabelsatz wurde auch schon vorbereitet. Dann haben wir hier den Notausschalter, das Teilegutachten, um nachher das Ganze beim TÜV einzutragen, die Bedienungsanleitung und noch zwei weitere Kabel. Somit ist alles vollständig und wir können eigentlich schon mit dem Einbau beginnen. Auch noch sehr praktisch, wir haben uns da die Mühe gemacht und mal aufgeschrieben, welches Werkzeug man Minimum benötigt, um das einzubauen. Wenn man natürlich eine Ratsche und einen Ratschensatz dazu nimmt, ist es leichter und einfacher. Aber an und für sich ist hier aufgeschrieben, was man alles dazu benötigt. So, als erstes bauen wir das Seilfenster an die Windenplatte an, einfach die mitgelieferten Schrauben verwenden mit den Beilagscheiben. Einmal durch, von hinten auch noch die Beilagscheibe drauf und dann kommt schon die Mutter. So, das Seilfenster ist montiert. Jetzt kommt die Winde auf die Platte drauf. Dazu nehme ich einfach mal kurz die Platte hier weg. Dann lege ich mir die Winde verkehrt rum hin, dass ich nachher gut an die Schrauben dran komme. Die Muttern rein, dass wir es natürlich verschrauben können. Und
Und dann legen wir die Platte oben drauf. So, noch kurz ausrichten. Und dann kommen schon die Schrauben dran. Erst der Sprengring, dann die Beilagscheibe. Und dann geht's schon los. Und dann einfach noch schön festziehen das Ganze. In der Bedienungsanleitung haben wir auch noch eine Drehmomenttabelle. Da kann man sich dann einfach den Drehmoment raussuchen und das dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Machen wir dann im Anschluss, ich mache es immer zum Schluss, dass ich nochmal alle Schrauben kontrolliere und alles nochmal nachziehe. Perfekt. Und schon ist die Winde auf der Platte verbaut. So, die Vorbereitungsschritte haben wir jetzt alle durch. Jetzt geht's ans Fahrzeug. Dazu öffne ich erstmal die Motorhaube, dass wir da nachher gut arbeiten können. So, dala. Ich empfehle das natürlich auch immer, dass man das Ganze auf einer Hebebühne macht, da man eigentlich zu 90% unterm Fahrzeug arbeitet und es dann einfach viel einfacher geht. Es gibt natürlich einige Bastler unter euch, die keine Hebebühne dafür benötigen, aber grundsätzlich ist es sehr zu empfehlen. So, als erstes müssen wir hier die Frontlippe entfernen, da dahinter das Seilwindensystem kommt. Die Frontlippe wird abgebaut und wird nachher auch nicht mehr benötigt. So, das war's schon. Legen wir jetzt gleich auf die Seite und im nächsten Schritt fangen wir schon an, die Halterungen zu montieren. Dazu habt ihr in der Bedienungsanleitung auch immer gute Bilder, was wohin gehört und wie es eingebaut gehört. Ich zeige euch das jetzt kurz. So, als erstes verbauen wir die seitlichen Halterungen für die Windenplatte am Fahrzeug. Dazu gebe ich euch den kleinen Tipp, löst die Turboschläuche vom Ladeluftkühler, dass ihr hier besser an die Bohrung drankommt. Einmal und zweimal. Im nächsten Schritt führen wir einfach das Distanzrohr ein. Wichtig dabei, diese Seite mit der kurzen Nut muss nach vorne eingeschoben werden, beziehungsweise auf die Außenseite. Da kann man es dann leicht auflegen lassen und ich empfehle euch wirklich wärmstens gleich die Schraube da reinzustecken, weil wenn das Teil runterfällt, liegt es im Rahmen. So, jetzt hält das Ganze schon mal. Dann können wir als nächstes schon die Halterung und die Distanzplatte ansetzen. Das kommt einfach dann da drauf. Dann die Schraube ganz durchstecken. Und dann kommt von dieser Seite noch die Mutter mit der Beilagscheibe drauf. Und schon ist die erste Halterung so erstmal fixiert. Jetzt können wir schon die Schraube von unten einbauen. Dazu empfehle ich euch immer, Schraubensicherung zu verwenden. Bei allen Schrauben, die nicht mit einer selbstsichernden Mutter gesichert sind, verwenden wir immer Schraubensicherung, Schraubenkleber, sodass sich im Windenbetrieb nichts lösen kann, durch Vibrationen oder ähnliches. Dann hält das immer bombenfest. Ich habe jetzt die Schrauben alle angesetzt, die ziehen wir jetzt aber noch nicht fest, da wir nachher alles noch ein bisschen einrichten müssen, wenn die Platte hochkommt. Da ziehen wir dann alles erst zum Schluss fest. Diese Seite ist fertig, jetzt gehen wir gleich auf die nächste Seite und montieren dort die Halterung. So, der zweite Halter ist auch montiert und jetzt können schon die Turboschläuche wieder an ihre ursprüngliche Position gebracht werden. Einfach draufschieben, bis es einmal Klick macht. Auf der anderen Seite das Gleiche.
und eingerastet. Das war's. Im nächsten Schritt gehen wir nochmal an die Winde, befestigen das Seil an der Winde und danach verlegen wir den Kabelsatz. Jetzt können wir schon das Seil in die Winde einführen. Dazu hier immer ein bisschen Klebeband anbringen, um das Seil zu verjüngen, durch das Seilfenster durch und dann einfach in die Öffnung reinschieben, bis es ganz durchgeht. Und nachher kann es dann einfach mit der Madenschraube, hier sieht man, kommt schon raus, das Seil, und kann einfach mit der Madenschraube dann geklemmt werden. Wichtig hierbei ist, diese Klemmung ist keine Lastklemmung. Also man darf nicht bis zu dieser Klemmung das Seil abrollen. Das Seil muss immer mit der letzten kompletten Lage noch auf der Winde draufbleiben, dass das Seil auf der Winde hält. Diese Klemmung hält das Seil nur zur Montage. So, die Madenschraube ist drin und hat das Seil fixiert. Hält. Perfekt. So, wenn das Seil montiert ist, können wir schon weitermachen mit dem Kabelstrang. Ich habe in der Zwischenzeit mal was vorbereitet, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ich habe das Auto schon mal runtergelassen. Die Steuerbox und den Kabelstrang bekommt ihr von uns so geliefert. Wie ihr hier seht, sind auch farbliche Markierungen mit dran. Die werden dann einfach an der Winde angeschlossen. Da zeige ich euch aber dann gleich noch, wie das geht. Wir legen die Steuerbox erstmal rein an den Ort, an den sie nachher verbaut wird. Die verbauen tun wir sie erst später, fix, wenn alles verkabelt ist. So. Wichtig hierbei ist, dieses Kabel, das zweite Kabel, ist das Pluskabel. Das kommt zur Batterie rüber, zum Trennschalter. Das legen wir uns schon mal auf die Seite, weil wir haben das Problem, dass wir zwei Kabelschuhe mit roter Farbe haben. Drum sage ich immer, das ist das zweite Kabel von hier, von dieser Seite. Ist auch ein bisschen länger. An dem kann man es auch noch feststellen. Den Rest legen wir uns daher und fahren dann da einfach runter. Die Verkabelung können wir dann von unten runterziehen und dann liegt die an dem Ort, wo wir sie brauchen können. So, jetzt müssen wir den Kabelstrang von unten nur noch Richtung Mitte herausziehen, sodass wir nachher dann die Winde anschließen können. So, da haben wir alle drei Kabel, die an die Winde kommen. Jetzt kommt nachher die Windenplatte von unten. Dann machen wir die Verschraubung mit den Kabeln. Das Massekabel muss noch verlegt werden. Und dann können wir schon die Windenplatte einbauen. Als nächstes wird das mitgelieferte Massekabel verbaut. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass der größere Kabelschuh nach oben zur Batterie kommt. Ich schiebe das einfach von hier unten mal nach oben und oben kann ich es dann einfach wieder rausziehen. Verstauen wir den Rest vom Kabel hier, lassen wir das nachher dann alles da haben. Dann lassen wir das Auto nochmal kurz runter und ziehen das oben raus. So, jetzt haben wir das Massekabel hier oben, das haben wir da hinten durchgeführt. Und da wird es dann einfach nachher mit der Batterie verschraubt. Das machen wir aber erst zum Schluss, dass wir da nicht irgendwann mal nach zufälligen Kurzschluss drauf haben. So, jetzt sind wir soweit, die Windenplatte einzubauen und die Verkabelung fertig zu machen. Ich habe jetzt hier einen Gabelstapler benutzt, da ich alleine bin. Wenn man das ohne Gabelstapler macht, weil man keinen zur Hand hat, empfiehlt es sich mindestens mit drei Personen, dass zwei Personen die Platte halten können und eine Person die Verschraubung macht. Mit Gabelstapler ist es natürlich viel feiner, da niemand die ganze Zeit das Ding halten muss, weil es ja doch ein bisschen ein Gewicht hat. Beim Anschluss der Seilwinde haben wir einfach ein Farbkodierungssystem, heißt Rot auf Rot, Blau auf Blau, Gelb auf Gelb und vorne kommt die Masse dran.
So, jetzt einfach die Muttern alle anziehen. Wichtig hierbei, mit einem 13er Schlüssel innen gegenhalten, dass man nicht die Wicklungen vom Motor nachher beschädigt, wenn man anzieht und sich die Schraube mitdreht. So kann das einfach nicht passieren. Und man ist auf der sicheren Seite. So, dann noch den Überzieher drüber und das war's schon. Vorne noch die Masse dran und dann ist die Winde eigentlich schon verkabelt. So. Mutter ansetzen. Anziehen. Und fertig. Jetzt habe ich mir die Platte mit dem Gabelstapler positioniert. Jetzt muss die Platte einfach noch nach oben gedrückt werden, dass diese Nase in dieses Loch hier reinpasst. Das versuchen wir jetzt mal kurz. Und dann einfach ein bisschen nach vorne. Schon ein bisschen. Jetzt setzen wir dann die Schrauben ein und dann können wir das Ganze richtig einrasten. So, jetzt ist die Windenplatte hier hinten eingerastet, wie man sieht. Jetzt müssen wir noch die zwei Schrauben kurz anziehen, befestigen und dann hält die Windenplatte schon mal von alleine. Und dann kommen die nächsten Schritte. So, jetzt als nächstes kommen hier noch seitlich die Schrauben rein, wo wir schon die Halterung montiert haben. Außen Schraube, innen Mutter. Dann einmal verschrauben oder die Mutter verlieren. Ja, Mutter verloren. Machen wir die nächste. Vielleicht geht die ein bisschen einfacher. Dann können wir uns nachher die Mutter suchen. Und sobald diese Schrauben befestigt sind, kann dann der Wagenheber bzw. der Gabelstapler in unserem Fall wieder entfernt werden. So, jetzt sind alle vier Schrauben drin. Die Kontermuttern sind drauf. Die Windenplatte hält schon mal von alleine. Wir ziehen die Schrauben noch nicht fest, da haben wir vorne noch die Halterungen dran machen. Da müssen wir das Ganze noch ein bisschen einrichten können. Sobald die dann dran sind, gehen wir einmal durch und ziehen alle Halterungen fest mit dem Drehmoment aus der Tabelle. So, jetzt ist die Windenplatte so weit montiert, dass sie schon mal von selbst hält. Als nächsten Schritt kommen die vorderen Halterungen noch dran. Das zeige ich jetzt euch auch schnell, wie das geht. Ich habe die Schrauben schon mal vorab in den Halter gesteckt. Jetzt kommt natürlich noch wieder die Schraubensicherung drauf, dass das Ganze nachher auch immer hält und sich nicht lösen kann. Dann anschließend einfach hier einfahren in die Löcher. Mutter ansetzen. Und schon hält auch diese Halterung von alleine. So, die erste Halterung ist montiert, die zweite auf der anderen Seite und die haben wir jetzt auch gleich. Dazu wieder einfach die Schrauben hier einführen, von hinten die Muttern. So, jetzt sind auch die Halterungen fest und als nächstes kommen dann noch die Gegenplatten, die man einfach hier oben reinlegt und unten natürlich erst wieder mit Schraubensicherung. Von unten nach oben hoch, Schraube rein, die zweite auch. Und dann kommen wir an den Punkt, warum wir jetzt das ganze System vorher noch nicht festgeschraubt haben. Jetzt zieht sich das alles nach oben mit den Schrauben und dadurch würden wir Verspannungen reinbekommen, wenn wir die anderen Halterungen alle schon festgezogen hätten. Hier auch ein bisschen drauf aufpassen, dass man sich nicht einklemmt. Wie man sieht, die Platte kommt schön nach oben. Im nächsten Schritt können wir dann eigentlich schon anfangen, wenn wir auf der zweiten Seite auch noch die Platte oben haben, können wir dann schon anfangen, alles dann mit Drehmoment festzuziehen. Das sind die letzten Schritte,
die wir eigentlich an der Platte selber machen. Das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite. Gegenplatte oben drauf, die passt sich dann schön an die Halterung an. Beide Schrauben reindrehen, hochziehen und dann alles im Anschluss festziehen. So, jetzt kommen wirklich die allerletzten Schrauben der Windenplatte. Die kommen noch bei der Halterung hinten rein. Jetzt habe ich ein bisschen viel Schraubensicherung erwischt. Die teilen wir einfach auf. So. Die Schrauben kommen hier hinten rein. Einfach ansetzen und dann kann man die schön mit dem Schlüssel festziehen. So, jetzt haben wir alle Schrauben schon mal vorgezogen. Jetzt gehen wir mit dem Drehmomentschlüssel nach und ziehen alle auf die Endfestigkeit an. So, jetzt ist die Windenplatte komplett befestigt, mit Drehmoment angezogen und am Auto ist somit alles fertig. Nächsten Schritt verbauen wir jetzt die Steuerbox mit der Halterung, dann verlegen wir noch das Stromkabel, den Notausschalter und dann können wir die ganze Winde schon anschließen und dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Arbeit. So, die Steuerbox ist mit dem Halter verbunden. Jetzt müssen wir als nächstes noch die eine Schraube hier lösen von der Halterung vom Waschwassereinfüller. Sobald wir die draußen haben, können wir die Steuerbox dann da drunter schieben und dann damit verschrauben. Die ziehen wir noch nicht ganz fest an, da wir hier unten noch eine Schraube einbauen müssen und damit das Massekabel auch noch mit verschrauben. Das Massekabel von der Steuerbox. Einfach die Beilagscheibe drauf, das Massekabel von der Steuerbox drauf und dann kann das hier verschraubt werden mit der Originalverschraubung vom Fahrzeug. So, jetzt haben wir die Steuerbox befestigt, jetzt müssen wir noch das Kabel verlegen und den Notaus einbauen. Das Kabel lege ich mir immer hier unten durch und dann vorne in den ganzen beim Steuergerät vorbei und dann hierher. Ich mache das nachher auch noch mit Kabelbinder fest, aber zuerst verbauen wir mal den Notaus, dass ich die Länge habe und dann kann ich das alles befestigen. Der Notaus wird einfach an dieser Halterung befestigt, dazu einfach die schwarze Gummiabdeckung runternehmen, dass das nicht dazwischen klemmt, Schrauben durch und dann von unten mit Beilagscheibe und Mutter sichern. Dann noch ein zweites Mal, Schraube durch, Beilagscheibe, Mutter. Und dann das Ganze einfach noch festziehen. Jetzt ist das Ganze fest verschraubt, dann kann die Abdeckung wieder mit drauf. Einfach oben drüber schieben. Kann man hier wieder zumachen. Und dann wird sie ins Fahrzeug eingebaut. Der Notaus wird hier befestigt an der Halterung von der Batterie. Dazu einfach die Schraube öffnen. Oder die Mutter öffnen. Dann den Halter da drauf und dann wieder verschrauben. So, jetzt ist die Halterung vom Notaus auch befestigt, sitzt alles fest. Jetzt können wir dann mit der Verkabelung von der Batterie zum Notaus starten und die Winde noch anschließen, beziehungsweise die Steuerbox, das Pluskabel. Und zum Schluss machen wir noch das Massekabel dran und dann ist die Winde schon funktionsfähiger und wir können das Seil aufrollen. So, im nächsten Schritt verbinden wir den Notausschalter mit der Batterie.
Dazu habe ich die Mutter schon mal gelöst und dann einfach hier fest verschrauben. Und um das Ganze nachher zuklappen zu können, haben wir hier schon mal vorab eine Ausnehmung gemacht, wird aber auch genau in der Bedienungsanleitung beschrieben, wie das auszusehen hat. So, jetzt die Mutter vom Notausschalter lösen. Dann können wir schon den Kabelschuh auf die Schraube setzen. Wenn das dann alles festgezogen ist, kann man schon wieder den Schutz über den Anschluss drüber geben, dass wir da keinen Kurzschluss bekommen können. Jetzt kommt schon das Stromkabel für die Winde, das auch am Trennschalter befestigt wird. Dazu auch wieder einfach die Mutter lösen. Diesmal von der hinteren Seite. Dann legen wir uns das Kabel schön nach hinten. Und auch hier wieder einfach auf die Schraube drüber. Erst die Beilagscheibe und dann das Kabel dran. Jetzt die Gummiabdeckung noch drauf wieder, dass wir auch da keinen Kurzschluss haben können. Und dann ist die Plusleitung angeschlossen. So, jetzt kommt noch zum Schluss das Massekabel. Das klemmen wir jetzt noch an der Batterie direkt an. Und dann können wir schon den ersten Testlauf der Seilwinde machen. Dazu fahren wir einfach auch wieder hier unten durch mit dem Massekabel, das wir uns vorher schon hier hochgerichtet haben. Dann müssen wir die Mutter hier lösen. Dann klemmen wir das einfach damit drauf. Dann die Mutter wieder festziehen. Schon ist die Masseleitung auch angeschlossen. Das war's mit den ganzen Anschlüssen. Jetzt können wir die Winde testen und schauen, ob alles funktioniert hat, so wie wir es verbaut haben. So, jetzt nehmen wir das Windensystem das erste Mal in Betrieb. Dazu den Notausschalter einschalten. Und dann die Fernbedienung schnell anschließen. Einfach in der Steuerbox. Ich arbeite am Anfang immer mit der Kabelfernbedienung, da wir ja jetzt das Seil aufrollen und da will ich ein bisschen mehr Gefühl dafür haben. Jetzt wird es spannend, ob sie funktioniert. Perfekt, läuft. So, jetzt sind wir soweit, das Seil aufzurollen. Dazu noch ein kleiner Tipp von mir. Sobald ihr die erste Wicklung auf der Winde habt, also einmal komplett rüber seid, macht euch eine Markierung ans Seil, dass ihr immer wisst, wann ihr auf der letzten Wicklung der Seiltrommel seid, weil dann müsst ihr aufhören, das Seil rauszuziehen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr hier das Seil zu weit rauszieht und es löst sich von der Trommel, ist es ein wahnsinniger Spaß im Gelände, das Seil wieder reinzufummeln. Daher einfach eine Markierung mit einem Klebeband oder was Ähnlichem machen, dann kann euch das nicht passieren. So, zum Schluss hängen wir den Haken noch an der Abschleppöse ein und dann spannen wir das Seil noch ein bisschen. Darum nehme ich immer die Kabelfernbedienung, weil ich da einfach präziser arbeiten kann damit. So, und damit ist das Ganze schon fertig. Einen letzten Punkt zeige ich euch noch an unserem Einbausystem. Ihr bekommt ja auch diesen T-Griff mitgeliefert. Der ist dafür da, um hier reinzufahren. Damit kann ich dann einfach den Freilauf betätigen oder lösen. Einfach
indem ich den Verdrehfreilauf drehe. Jetzt kann ich das Seil rausziehen. Und jetzt ist es wieder gesperrt. So, das war's. Ich hoffe, es war informativ für euch und es hat euch gefallen. Ich fahre jetzt noch zum TÜV das Seilwindensystem eintragen und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.